Guten Morgen, Leute, zu Tag 3. Wir haben die Nacht überlebt, es war wieder hart. Wir wurden von so einem Penner die ganze Zeit angeredet. Also bei solchen Pennern, die schwätzen einfach die ganze Zeit. Du brauchst nicht mal was sagen, die schwätzen dich einfach zu. Die brauchen nicht mal eine Reaktion. Wir sind fast nicht losgeworden, jetzt konnten wir zum Glück zum Zug gehen. Und wir haben halt die meiste Zeit so getan, als würden wir schlafen. Zumindest auch noch. Auf jeden Fall freuen wir uns auf einen leeren Zug. Ich will jetzt auch schön aufs Klo gehen im Zug. Das sieht sogar ziemlich geil aus, der Zug. Ich freue mich so. Wir können jetzt frühstücken. Wie war die Nacht so? Fazit? Naja, also... Ja, meh. 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 Also ich muss sagen, es war besser als die erste Nacht. Es war besser. Aber halt, ja. Ja, es war wirklich eine Notlösung wieder, ne? Ja, ich freue mich jetzt echt auf den Zug. Ich gehe jetzt hier schön aufs Klo und im Zug, das ist wieder so einer wie gestern. Aber die fährt nicht so lang, leider. Also nimm eine schöne Vierer. Hier. Okay, also es geht ja jetzt nach Paris. Ich weiß nicht, ob ich das gestern schon mal gesagt habe. Wir kommen irgendwann um 11 Uhr in Paris an. In Paris müssen wir auch erstmal schauen. Wir brauchen Strom. Und müssen unser Gepäck wieder loswerden. Ja, wird ein harter Tag heute. Ich glaube aber, heute wird der letzte harte Tag erstmal. Das ist die einzige Hoffnung, die ich gerade habe. Und dass wir uns hier hinsetzen können. Und hier ein bisschen chillen können. Hier nochmal ein bisschen schlafen können. Frühstücken erstmal. Ein bisschen Musik hören, frühstücken. Wird schon werden. In Lille sind wir angekommen. Das ist hier Kopfbahnhof. Und jetzt müssen wir schauen, wir müssen nach Paris weiter. Müssen wir Paris Nord? Ne, das ist TGV, das ist eh schon mal falsch. TR. TER, ja. Wir haben jetzt hier einen TGV gefunden, da wir in Frankreich sind. TGV können wir mit unserem Ticket, das kann ich auch mal noch erklären, leider nicht fahren. Denn, also wir können mit allen Zügen fahren in Europa. Außer mit welchen, die man reservieren muss. Und mit TGV muss man eben reservieren, genauso wie Nachtzüge und andere spezielle Schnellzüge. Da muss man extra bezahlen und also können wir mit unserem Ticket da mit dem sozusagen nicht kostenlos fahren. Jetzt ist deswegen den TGV hier mal von außen. Wir dürfen uns jetzt in den schönen Tuckerzug schwingen und nach Paris fahren. Aber wir haben eh genug Zeit, von dem her ist eigentlich wurscht. Bis auf den Fakt, dass wir umsteigen müssen noch, haben wir da keinen großartigen Nachteil. Auf Gleis 2 müssen wir jetzt. Wir fahren nach Amiens. Da steigen wir um. Und dann fahren wir nach Paris. Ja. Da ist Gleis 2. Da ist sogar ein Kicker. Gleis 2, ist das 3? Ja, muss da 2 sein. Hier ist nochmal die Anzeigetafel. Ich glaube, da steht schon ziemlich sicher. Lille. Oh, geil, da können wir schon rein vielleicht. Ich feiere die französischen Züge so richtig. Erstens ist ein richtig guter Doppeldecker, das ist richtig schön. Und wir haben einfach Strom. Also, ich habe die französischen Regionalzüge, haben alle Strom hier. Und das ist einfach nur wie gerufen. Normalerweise wären wir extra zum scheiß Flughafen gefahren, um Strom zu holen, weil wir keine Unterkunft haben und Strom brauchen. Jetzt können wir einfach im Zug hier direkt laden und sparen uns das komplett. Das ist richtig geil, weil wir brauchen unseren Strom für Google Maps und es wäre nicht ohne Strom gegangen. Also richtig nice. Jetzt haben wir 2 Stunden, wir müssen einmal noch umsteigen, aber der andere Zug wird genauso aussehen. Alles aufladen, chillen, genießen, dass wir Strom haben. Das ist ein richtiger Luxus für uns. Wir sind jetzt angekommen in Amiens. Das war unser Zug. Also ich konnte mein Handy richtig geil aufladen. Ich bin bei 81% jetzt. Mega geil. Ups. Und jetzt geht's weiter hier nach Paris Nord um 9.10 Uhr. Also es gibt ja hier, das kann ich jetzt mal ganz kurz erklären vielleicht. Es gibt hier so eine Application für Interrail. Kann sich downloaden, so sieht die aus, Rail Planner. Und bei der kann man mal eingeben, wo man hinfährt und dann kommen die ganzen Züge hier, Umsteigestationen, zum Beispiel ist hier von Brüssel gestern bis nach Paris Nord, das muss man ein paar Mal umsteigen und alles. Und hier hatten wir zum Beispiel den Aufenthalt von 0.10 Uhr bis 6.13 Uhr. Das zeigt sich dir alles an, das ist mega gut. Das Einzige, was du halt wirklich machen musst, ist, dass du das Gleis immer nachschauen musst. Und dementsprechend dann einmal reinlaufen müssen im Bahnhof zu dieser Anzeigetafel. Suchst du deine Final Destination, du
kannst hier mal nachschauen, ob es auch wirklich die letzte ist. Zum Beispiel Paris, klar, ist jetzt die letzte hier. Aber manchmal ist ja auch nicht die Endstation immer. Suchst du die Endstation und dann suchst du das Gleis. Und wenn die Gleis- und Uhrzeit passt, dann passt es ja auch so ungefähr. Und dann kannst du eigentlich immer gleich einsteigen. Ja. Deswegen werden wir jetzt mal kurz hintere laufen, das Gleis nachschauen und dann schon mal zum Gleis gehen und dann noch warten, bis dazu kommt. Der war auf jeden Fall mega cool. Ich hoffe, wir kriegen noch mal so einen. Also in Paris sind die Züge, glaube ich, in Frankreich sind die Züge, glaube ich, ziemlich gut. Wir sind angekommen in Paris Nord, um genau zu sein. Der Zug war mega cool, ja, am liebsten wäre ich hier noch länger drinnen geblieben. Aber wir müssen raus. Na, ziemlich frisch ist es. Mal sehen, was wir heute noch machen. Wir haben es noch relativ früh. Weil wir so früh losgefahren sind, haben wir jetzt erst 11. Wir steigen jetzt in den Random-Zug ein. Wir spielen heute Zugroulette, weil wir keinen Bock mehr haben auf Großstädte und es ein bisschen langweilig ist. Wir heute auch ein bisschen relaxen wollen. Steigen wir hier ein, schauen, wo es geil ausschaut. Steigen da aus, irgendwo auf dem Land, wo es richtig schön ruhig ist, die Natur ist. Und dann fahren wir heute Abend wieder zurück. Okay, der wird's jetzt. Schauen, wo er uns hinbringt. Villa St. Paul hat jetzt unser Roulette hier gewonnen. Glücklicher Gewinner. Hier, schöne Stadt. Schreibt mal in die Kommentare, wer hier wohnt. Braucht noch eine Unterkunft. Auf jeden Fall sind wir hier in diesem schönen Kaff. Ich habe voll Bock hier gerade. Es ist so richtig angenehm, weil wir immer, seitdem wir reisen, in solchen scheiß Großstädten waren. Und Großstädte sind so dermaßen stressig. Amsterdam war fast noch am schlimmsten. Ja. Amsterdam war am schlimmsten. Brüssel war sogar noch erholend fast. Wir suchen jetzt den Fluss. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Ah, das sieht auch voll geil aus. Oder wir laufen mal da rein und setzen uns da hin und suchen dann. Wir sind jetzt im Lidl. Und wir brauchen unbedingt Wasser, ja, weil wir unsere Säfte mischen wollen und das letzte Mal noch nicht mitgenommen haben. Richtig geil, dass hier ein Lidl ist. Ja? What? Back. Ich verstehe nicht, was er will, aber ich glaube, das ist eh nur Scheiße. Reingeschossen. Also, da mussten die dann rausholen. Die waren richtig cool drauf. Und auf jeden Fall hatte ich dann versucht, wieder was aufzunehmen. Und dann ging meine Kamera hier nicht mehr. Und da habe ich erstmal ein bisschen Schock bekommen. Und mir gedacht, hey, ist die jetzt kaputt oder so? Das konnte, sein, das konnte eigentlich gar nicht sein, weil nichts passiert war. Und ich weiß jetzt noch nicht ganz, ich habe nicht nachgecheckt, aber ich glaube, dass ich aus Versehen was aufgenommen habe und es nicht aufgehört hat aufzunehmen. Natürlich, weil ich es nicht gestoppt habe und nicht gewusst habe. Und deswegen der Akku leer gegangen ist, jetzt habe ich ihn wieder aufgeladen. Es geht wieder alles. Die Vlogs gehen weiter, zum Glück. Wir müssen nicht bei Tag 3 aufhören. Und ja, jetzt sind wir zum Flughafen, ihr wisst schon warum. Der doofe Flughafen ist jetzt leider nicht erreichbar mit dem Zug. Deswegen haben wir überlegt, dass wir mit dem Bus fahren können. Die erste Verbindung, die uns angezeigt wurde, war aber Metro, mit der können wir direkt fahren. Aber dann müssen wir bezahlen und die ist ziemlich teuer hier. Und deswegen schauen wir jetzt hier beim Bus vorbei, müssen zwar umsteigen, aber genau, wenn es gut läuft, müssen wir beim Bus nichts bezahlen, weil wir das Interrail-Ticket haben. Jetzt hoffen wir, es funktioniert mit dem Bus, wir müssen nichts bezahlen. Mhm. Nummer 43 brauchen wir, der steht da schon, der wird hier gleich herfahren.
gibt es mal eine kurze Erzählstunde. Und euer letzter Stand ist ja, dass wir zum Flughafen gehen. Den ersten Bus, also als erstmal ganz kurz zu Bus und U-Bahn, beziehungsweise Metro. In Paris, wenn ihr da seid, bezahlt es nicht für U-Bahn oder Bus, also Metro oder Bus. Im Bus geht es einfach hinten rein und setzt euch rein, tut es, als würdet ihr abpiepsen oder tut es auch nicht, als würdet ihr abpiepsen und steigt wieder aus. Das macht wirklich jeder. Jeder macht das hier, außer irgendwelche Touristen, die keine Ahnung haben. Steigt einfach in den Bus ein, geht wieder raus. Wirklich. Fahrt einfach kostenlos in den Bus. Und das zweite ist bei der Metro. Wirklich mindestens jeder zweite bescheißt da auch. Gehen einfach alle zu zweit durch. Oder teilweise irgendwelche Penner. Gehen einfach hinter irgendeine Person und gehen mit der einfach schnell durch. Also, ja. Zu diesen öffentlichen Verkehrsmitteln wollte ich es mal nur so erwähnen. Hier bescheißt wirklich jeder. Das ist krass. Auf jeden Fall haben wir beim ersten Bus beschissen, mussten eigentlich mit dem zweiten Bus noch fahren. Und das war so ein komischer Special Flughafen-Shuttle. Und das Problem war halt dann, das war so ein Reisebusart und es war auch so ein bisschen professionellerer Busfahrer, der andere, der hat eh gar nichts gejuckt. Und es war halt eben dieser Stadtverkehr und es hätte einfach mal 17 Euro gekostet, um für 40 Minuten zum Flughafen zu fahren. Das war einfach eine mega die Verarsche. Für 17 Euro können wir jetzt eine scheiß Unterkunft kaufen. Auf jeden Fall haben wir uns dann überlegt, wir schauen hier wieder zurück. Wir müssen erstmal alles aufladen. Das sind wir gerade auch an der Ladestation. Wir laden gerade alles auf. Und die Überlegung war jetzt, eventuell einfach in irgendeinen Zug einzusteigen und im Zug zu schlafen und irgendwie die Nacht durchzufahren. Aber das Problem ist, diese Regionalzüge fahren alle in der Nacht nicht, beziehungsweise Nacht fährt fast gar nichts. Gerade eben sind alle Bildschirme ausgegangen. Also hier fährt wirklich nichts mehr. Nicht mal mehr die TGVs, für die man bezahlen müsste oder irgendwelche Schnellzüge. Das heißt, das fällt auch ins Wasser. Jetzt haben wir überlegt, dann einfach durchzumachen, weil irgendwie durchmachen fast angenehmer ist, als so komisch zu schlafen. Und jetzt der allerneueste Stand ist, dass wir sogar eine Couchsurfing-Spontan-Zusage irgendwie um 11 Uhr jetzt bekommen haben. Das Problem ist, wir müssen irgendwie zu Typen hinkommen und wir wissen nicht, wo der wohnt. Und wir haben halt jetzt gerade mal zugesagt, dass wir natürlich gerne vorbeikommen würden, aber jetzt wissen wir nicht, ob das funktioniert, so spontan noch alles. Keine Ahnung. Entweder wir kommen jetzt tatsächlich heute schon bei einer Unterkunft, bei so einem Couchsurfing-Typen unter, oder wir machen halt hier die Nacht durch, mir ist es egal, weil wir für morgen wirklich eine Unterkunft haben. Fucking erste Unterkunft haben wir morgen. Ich freue mich so auf eine Unterkunft. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie man sich auf so eine scheiß Unterkunft freuen kann. Auf so ein scheiß Bett. Das war auch eine geile Erfahrung, hier mal solche Sachen, Aktionen zu machen. Also einmal am Flughafen, einmal am Bahnhof durchzumachen, beziehungsweise zu schlafen, jetzt einmal durchzumachen und so. Aber man freut sich dann schon wieder auf dem Bett. Auf jeden Fall bleibt spannend, was heute Abend jetzt noch so abgeht. Da wir jetzt wahrscheinlich durchmachen, wie es ausschaut und der Typ irgendwie nicht mehr antwortet, haben wir jetzt ein bisschen Zeit. Und hier steht so ein cooler TGV rum. Und ja, da wir schon in keinem TGV fahren, da wir den nicht reservieren wollen, beziehungsweise auch nicht müssen, das würde ja was kosten, schauen wir uns doch mal den TGV an. Die Türen sind offen. Schauen wir mal rein. TGV, ich war selber noch nie im TGV, ich bin noch nie TGV gefahren auch. Ich würde gerne mit einem fahren mal, aber wie gesagt, man muss den immer reservieren. Also er fährt, dauert doch ewig, bis er fährt, deswegen sollte man hier auch keine Probleme bekommen hier. Ist schon krass, das Teil hier, ne? Krass. Oh Gott, schock mich nicht so. Hier ist ein TGV, also könnte man sich sogar reinlegen, ne? Theoretisch, aber wir wollen jetzt nicht so asozial sein. Können wir noch kurz hochschauen. Wobei ich ein bisschen Schiss habe, dass der losfährt. Wobei der anscheinend wirklich erst morgen losfährt. Wie sieht es genau so aus? Also, schaut gar nicht mehr so besonders aus. Okay, TGV. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Sieht nicht so schön aus, ne? Das ist hier zweite Klasse, die erste wird auch nicht so viel anders ausschauen. Auf jeden Fall muss man da halt reservieren und das würde uns schon einiges kosten, so bis zu 40 Euro, glaube ich. Und ja, wenn man so ein Ticket hat, wo man eigentlich unbegrenzt fahren kann, dann will man natürlich auch da nichts extra mehr bezahlen. Die Spitze sieht ganz lustig aus. Will man natürlich nichts extra mehr bezahlen, schon klar. Deswegen, wenn man das natürlich vermeiden kann, machen wir das auch nicht. Dann sieht man auch, dass wirklich gar nichts mehr fährt. So Leute, wir haben jetzt heute für euch noch den Geheimtipp unserer Reise wahrscheinlich. Und zwar steht hier so ein Zug, mit dem wir auch fahren dürfen, für morgen schon dort. Die Türen sind offen, alles ist offen. Wir
dürfen hier also rein, haben ein Ticket dafür. Im Prinzip ist es so, als würden wir einfach früher einsteigen und halt warten, bis er losfährt. Hier gibt es sogar noch so eine fucking Couch, das ist einfach mega zu. Wir können uns hier reinlegen, haben hier eine Couch, Alter. Und wenn wir nicht rausgeschmissen werden, ist es einfach nur der Hammer. Also wünschen uns Glück, dass wir nicht rausgeschmissen werden. Wir sehen uns morgen. Eine gute Nacht.